Weihnachten 1121 gründete Norbert von Sancten in Prémontré den Orden der Prämonstratenser. Diese geistliche Gemeinschaft verpflichtete sich der kirchlichen Reform. Die Prämonstratenser verzichteten auf diese Weise auf den weltlichen Reichtum und strebten als Seelsorger ein gottgefälliges Leben an. Viele Männer und Frauen traten dem Orden bei, sodass er rasch wuchs. Bereits 40 Jahre nach der Gründung existierten mehr als 200 Ordensniederlassungen und es wurden stetig mehr. Von Magdeburg aus, wo Norbert 1126 das Amt des Erzbischofs übernahm, gingen weitere wichtige Ordensgründungen im norddeutschen Raum aus. Die Prämonstratenser übernahmen hier in diesem Gebiet Bistümer, wirkten als Prediger ins Land und bauten um ihre Stifte manch ansehnliche Grundherrschaft auf. Das Zentrum für Mittelalterausstellungen lädt mit seinem Korrespondenzortprojekt das Erbe der Prämonstratenser dazu ein, authentische Orte der Prämonstratenser zu entdecken. Auf dieser Spurensuche gewinnt man die Erkenntnis, dass die Prämonstratenser über ihre Zeit hinaus ihre Kulturlandschaft baulich, wirtschaftlich, aber auch kulturell prägten. Dieses bis 900 Jahre alte Erbe wirkt in unsere Zeit hinein. Die besonderen Herausforderungen einer solchen Ausstellung liegen natürlich in dem weit gesteckten Zeitraum von 900 Jahren, die wir hier mit dieser Ausstellung abdecken wollen. Es ist gelungen, in der Vorbereitungszeit aus 7 Ländern und über 80 Leihgebern faszinierende Objekte zur Ordensgeschichte hier in Magdeburg zu versammeln. Mein Lieblingsobjekt in dieser Ausstellung gehört der Neuzeit an, aus den 50er Jahren, aus Tschechien, als nach der sozialistischen Revolution alle Klöster aufgehoben worden sind, teilweise in Internierungslager umgewandelt wurden. Und im Kloster Čeliv ist dort aus einer Weißblech-Gurken-Einmachdose ein liturgisches Gerät entstanden, in dem für die Gläubigen eine Hostie präsentiert wird, eine sogenannte Monstranz. Und diese Monstranz hat überlebt, trägt heute einige Nachvergoldungen und gehört nach wie vor zum Kirchenschatz des Klosters Čeliv. Norbert wird 1126 Erzbischof von Magdeburg. Und Norbert wurde gebeten, dieses Amt zu übernehmen und kommt natürlich mit seinem Orden, mit seinen Stiftsherren nach Magdeburg und sucht natürlich einen Ort, wo er die unterbringen kann. Er kommt aus Frankreich, bringt also aus Frankreich einiges an Know-how mit, einiges an Vorstellungen mit, diesen Ort hier zu reformieren und sucht im Prinzip auch erstmal nach Möglichkeiten, wo er seine Stiftsherren unterbringt. Und Norbert braucht tatsächlich 3 Jahre, um diesen Ort von den Chorherren, die hier vorher sind, zu befreien. Also er siedelt die um, um dann hier seinen Orden ab 1129 in das Kloster zu transformieren. Und er hat auch selbst einen Text dazu geschrieben, in dem er aufschreibt, naja, er hat das jetzt sozusagen geschafft und ihn dürstet danach, dieses Kloster endlich umzubauen. Norbert ist hier bestattet worden, als er 1134 stirbt. Und das Grabmal ist auch noch vorhanden, aber es ist leer, weil natürlich mit der Reformation die Prämonstratenser und ihren Heiligen Norbert, der damals heilig gesprochen schon war, mit nach Kloster Strahov in Prag nehmen, um ihn dort neu zu bestatten. Musik
Die Prämonstratenser in Leitzkau kamen in den 1130er Jahren hierher auf Initiative des Bischofs Wigger von Brandenburg, der ein enger Vertrauter des heiligen Norbert war und sich eben für die Ausbreitung des Prämonstratenserordens einsetzte. Er besaß hier in Leitzkau einen Hof und zu diesem Hof gehörte auch eine Kirche, die St. Petri-Kirche, die aber für die Prämonstratenser sehr eng war und offenbar den Ansprüchen nicht genügte, sodass eine neue Kirche geweiht wurde. 1155 war das der Fall und das geschah dann eben hier auf einem Berg bei Leitzkau und betraf die Basilika Sancta Maria in Monte. Die Prämonstratenser in Brandenburg kamen aus Leitzkau. Die wurden berufen von Pribislav Heinrich, dem letzten Slawenfürsten, noch vor 1150 wahrscheinlich, und dienten dazu, seine christliche Gesinnung zu demonstrieren, um dem Wendenkreuzzug zu entgehen. Die Prämonstratenser sind nur eine relativ kurze Zeit in St. Gotthard, bauen aber in der Zeit eine große Stiftskirche, fangen sie mindestens an, und werden 1161 zum Domkapitel des Brandenburger Bischofs bestimmt und ziehen dann auf die Dominsel um. Die Prämonstratenser, also dann das Domkapitel, behält das Patronat über die Kirche St. Gotthard und noch eine andere Kirche westlich der Altstadt. Und als solche haben die natürlich, bestimmen die hier die Pfarrer, machen die Seelsorge, besetzen die Stellen, nehmen die Gebühren ein und tragen die Baulast, ehe das dann die Gemeinde übernimmt. Die Prämonstratenser im 12. Jahrhundert im Nordosten Deutschlands betreiben eine vollkommen systematische und zügige christliche Landschaftserschließung, wenn ich es mal so nenne, und schaffen in wenigen Jahrzehnten eine Kirchenorganisation, die dann viele Jahrhunderte lang besteht. Die Prämonstratenser kamen im 12. Jahrhundert hier von Magdeburg aus nach Jericho, also nach Osten über die Elbe. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Missionierung der Slawen, aber eben auch bei der Kolonisierung des Landes, bei der Obermachung des Landes, bei der Bewirtschaftung und Ausbreitung des Ordens, wie aber auch bei uns eben dieser Backsteinarchitektur. Als die Prämonstratenser hier nach Jericho kamen, entschlossen sie sich, diesen neuen Klosterbau tatsächlich mit auch neuen Materialien zu errichten, dem Backstein, der seinen Ursprung aus Italien hat. Und mit dieser Backsteinromanik, die hier entstanden ist, legten sie auch den Grundstein für die sich dann nach Norden und Osten ausbreitende Backsteingotik später. In unserer Ausstellung können wir das Habit der Prämonstratenser kennenlernen. Wir haben sowohl eine Rekonstruktion des mittelalterlichen Gewandes der Prämonstratenser als auch ein neuzeitliches Gewand. Der Orden, der wirkt ja nach wie vor heute. Dieses Gewand ist weiß, das ist das Typische für die Prämonstratenser. Es besteht aus einem ungebleichten Wollstoff in der Regel. Man hat eine lange Tunika, ein langes Untergewand, darüber das Skapulier, ein schmaler Stoffstreifen, der übergelegt wird. Das Ganze wird gegürtet von einem Zingulum und über die Schulter kann man sich die Monzetta werfen mit der Kapuze hinten, die man über den Kopf ziehen kann. Das ist ja auch sehr typisch. Auf den Kopf selber kommt das Barett. Wenn man sich das vorstellt, im Mittelalter haben hier schon die Prämonstratenser gestanden, dann merkt man einfach, dass dieser Dom bis heute eine Aura hat.
wenn ich durch diesen Kreuzgang gehe, dann fühle ich mich manchmal nur für mich alleine zurückversetzt in die Zeit der betenden Mönche. Und in dem Sinne fühle ich mich schon verbunden und vernetzt mit früher, aber in meinem Alltag spielt es eigentlich für die Menschen da draußen keine Rolle. Im Kreuzgang umfängt einen eine Schlichtheit, die eine Ruhe auf einen noch ausstrahlt und einen zur Besinnung kommen lässt. An der Kirche fasziniert mich die schlichte Ausstattung. Dadurch wird man nicht abgelenkt und konzentriert sich halt auf das eigentliche Geistige, was zu einer Kirche gehört. Darüber hinaus ist natürlich faszinierend, dass hier auch Könige und Kaiser schon gebetet haben vor 1000 Jahren. Und das ist eine Sache, die einfach charakteristisch ist für so eine alte Kirche. Aus der Zeit der Prämonstratenser gibt es noch über 180 erhaltene Urkunden, die überwiegend Grundstücksangelegenheiten betreffen. Da waren also Schenkungen dabei an das Kloster oder anderer Grunderwerb. Und wir können davon ausgehen, dass die Prämonstratenser sehr angesehen waren. Und deshalb haben die Leute dann ihnen auch Grund und Boden vermacht mit der Verpflichtung, dann für das Seelenheil der Spender und Stifter zu beten, damit es ihnen in der Ewigkeit gut geht. Die Prämonstratenser haben auch die alte Kirche der Kanoniker grundlegend umgestaltet. Aus einer Kirche mit einem kreuzförmigen Grundriss wurde eine Kirche mit gestrecktem Grundriss ohne Querhaus. Auch die alte Krypta wurde weiter von den Prämonstratensern genutzt. Sie haben lediglich den Altar erneuert und auch die Ausmalung in der Krypta geht auf die Prämonstratenser zurück. Das heißt, so wie wir heute die Krypta vorfinden, ist sie in der Prämonstratenserzeit gestaltet worden. Der Zwiespalt bei den Prämonstratensern hier in Havelberg, wie auch in Brandenburg und Ratzeburg, war eben, dass es einerseits ein Orden war, der sich der Augustinusregel unterwarf und sehr bescheiden lebte, andererseits repräsentative Funktionen im Sinne des Domstifts hatte und damit natürlich auch nach außen repräsentativ wirken musste. Deshalb wurde der Dom reich ausgestattet und das Kloster blieb aber im Gegensatz dazu doch eher bescheiden ausgestattet. Die Prämonstratenser kamen 7-mal am Tag und einmal in der Nacht hier in den Dom zu den sogenannten Stundengebeten, die sie hier im Chorgestühl durchführten. Es war im Grunde genommen ihr Arbeitsplatz im Mittelalter, so könnte man das ausdrücken. Das Stundengebet war eine Mischung aus Psalmen, Hymnen, Gebeten, Lesungen und je nachdem, welche Tageszeit, also Prim, Terz, Non, so hießen die Stundengebete und sie haben sich hier in das Chorgestühl hineingestellt, zum Gesang gesetzt, zur Lesung gekniet, zum Gebet. Und dieser Wechsel aus Stehen, Knien, Sitzen war ganz gut möglich hier. Im Grunde genommen ein Chorgestühl auf der Südseite mit 6 Plätzen, ein Chorgestühl auf der Nordseite mit 6 Plätzen. Und so waren die Prämonstratenser oder standen die Prämonstratenser sich gegenüber und konnten dann diese Antiphone, die Wechselgesänge in der Gregorianik entsprechend gut hier bringen. Und die Akustik des Domes ist einfach hervorragend für diese Gesänge. Das merkt man immer wieder, wenn auch solche Konzerte hier mal im Dom sind.
Ich bin Gerd Axel Reuß und seit 2001 Pastor mit einem mittelalterlichen Titel, der zurückweist in die Zeit der Prämonstratenser. Ich bin nämlich Dompropst. Zur Zeit der Prämonstratenser war neben dem Bischof ein Domkapitel vorhanden, das von diesem Dompropst geleitet wurde. Heute ist dieser großartige Dom keine Bischofskirche mehr. Es gibt auch kein Domkapitel mehr. Ich bin also ein Relikt des Mittelalters. Dieser Titel hat sich gerettet in diese Zeit. Und das ist schon was Besonderes. Der Gründungsvater oder der Gründungsbischof dieser Kirche heißt Evermuth. Er wurde von Heinrich dem Löwen ausgesucht, auch um von dem Dom her in die Fläche auszustrahlen. Der Prämonstratenserorden, der in seinem Ursprung radikal zur Umkehr ruft, wird zu einem pastoralen Orden. Und das macht ihn auch so attraktiv für Heinrich den Löwen. Der suchte nämlich gar nicht die Umkehrprediger, sondern der suchte Leute, die Seelsorge können, die pastoral wirken. In meinem Alltag bin ich tatsächlich Pastor der Nordkirche. Und mit all den Herausforderungen der Gegenwart. Und in meinem Herzen bin ich total an der Geschichte interessiert und auch an diesem Raum und diesem Ort, einschließlich des Klosters. Am Prämonstratenserorden finde ich faszinierend, dass er ein Orden ist, der nach außen wirkte, das Seelsorgerische im Blick hatte und damit also nicht nur in der Klausur tätig war, sondern nach außen wirkte. Der Orden der Prämonstratenser, speziell in Nordostdeutschland, ist natürlich ein Wirtschaftskrimi, würde ich mal sagen. Das heißt, die organisieren hier vollkommen generalstabsmäßig die Kirchenorganisation im Nordosten Deutschlands. Als Historiker fasziniert mich vor allem die Vielfalt der Prämonstratenser. Sie leben auf der einen Seite das Leben eines Mönchs, auf der anderen Seite das Leben eines Stiftsherrn. Und sie eignen sich in dieser Lebensweise den Raum, die Kulturlandschaft an, gestalten diese. Auf der anderen Seite gehen sie aber auch auf die Menschen zu mit Seelsorge und kümmern sich eben um deren Anliegen. Da ist man schon interessiert und überrascht, was also die Prämonstratenser bewegt haben damals zu der Zeit, unter welchen Umständen. Das ist schon bewundernswert. Die Prämonstratenser haben also hier gelebt und haben also Ackerbau und Viehzucht betrieben. Und um das also gewährleisten zu können, hatten sie sich Teiche angelegt, weil es sehr schwierig war, hier Erträge zu erwirtschaften und davon leben zu können. Und die Teiche sind also noch in der Nachwelt erhalten, die gibt es also heute noch. Wir gehen mit Sicherheit davon aus, dass dieser Raum, in dem wir uns hier befinden, dass der ursprünglich zum Kloster gehörte. Es gibt auch noch zwei weitere kleinere Räume, wo man sich vorstellen kann, dass sich mal Prämonstratenser zurückziehen wollten.
Und es gibt auch noch einen weiteren Raum, da führt eine Wendetreppe nach oben. Da könnte ursprünglich der Weg zu einer Kirche gewesen sein, wo die Prämonstratenser dann nach außen gelangt sind. Es hat sich also herumgesprochen, dass in Klosterode an zwei Höhepunkten im Jahr, einmal zum Tag der offenen Töpfereien und im Herbst zum Tag des offenen Denkmals, geöffnet ist, dass dort Führungen veranstaltet werden und dass es auch Kaffee und Kuchen gibt, fürs leibliche Wohl gesorgt ist. Und das ist das, was die Leute eben sehr gern haben. Die verweilen dann hier und sind sehr interessiert. Viele Leute haben hier schon mal in dem Gebäude gewohnt und verbinden ihre Kindheit mit Klosterode und fühlen sich hier eben sehr wohl. Das Besondere ist, dass unser Kloster ein Frauenkloster war, mit etwa 25 Nonnen und Laienschwestern. Das ist für den Prämonstratenserorden etwas Besonderes. Die Frauen unseres Ordens waren in erster Linie adlige Damen aus dem Adel, mittleren Adel, niederen Adel, aber auch aus dem Herzoghaus Schwerin, Mecklenburgs. Und später kamen auch Töchter reicher Bürger von Lübeck dazu. Und dazu gibt es in unserem Gästerefektorium auch Dokumente, nämlich Wappen, die an der Decke angebracht sind von eben Familien, die sich um das Kloster hier besondere Verdienste erworben haben oder wo die Frauen auch Priorin gewesen sind, wie zum Beispiel bei der Familie von Bülow. Der Prämonstratenserorden hatte strengere Vorschriften, Vorbehalte gegen Frauen. Deshalb war es also nicht gleich möglich, dass unser Kloster von Anfang an diesem Orden angehörte, sondern erst als die Regeln gelockert wurden. Und das war dann im Jahr 1319, als feststand, die Frauen in Rena gehören zum Prämonstratenserorden. Das Kloster ist heute belebt. Es gibt viele Angebote von Führungen unterschiedlicher Art, auch für alle möglichen Altersgruppen. Es gibt Konzerte, es gibt Kunstausstellungen, es gibt Aktionen im Klostergarten. Also ein ganz vielseitiges Angebot. Aus der Zeit der Prämonstratenser hat sich in Leitzkau trotz des ruinösen Zustandes dieser Basilika viel erhalten. Diese Spuren entdeckt man vielleicht nicht auf dem ersten Blick, vielleicht auf dem zweiten oder gar dritten Blick. Es gibt hier einen recht interessanten und auch imposanten Wechsel zwischen Pfeilern und Säulen am Langhaus, an denen sich auch Farbreste des Mittelalters erhalten haben. Das Kloster Jericho gilt als der älteste Backsteinbau Norddeutschlands. Immer noch in großen Teilen romanisch erhalten sind heute die Klosterkirche und die alte Klausur der Geistlichen, also der Prämonstratenser, die hier im Mittelalter lebten. Wir haben hier eine ganz, ganz tolle Ausstellung im Obergeschoss, im Dormitorium, dem ehemaligen Schlafsaal der Chorherren und einen wunderschönen Klostergarten mit hohen Flachbeeten. Wir bemühen uns hier in der Kirche, das Wirken der Prämonstratenser darzustellen. Uns ist es gelungen, die Arbeiten für die Restaurierung des einzigen noch erhaltenen Klostergebäudes zu initiieren. Es ist das gesamte Mauerwerk bereits überarbeitet im Außenbereich und im Moment wird das Mauerwerk innen überarbeitet. Dann wird der Raum so hergerichtet, dass er für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt werden kann. Damit halten wir die Erinnerung an die Prämonstratenser hier vor Ort hoch.
Das Kloster ist seit 1975 tatsächlich Kunstmuseum der Stadt Magdeburg und ist immer wieder auch erweitert und ausgebaut und als solches vervollständigt worden. Immer das Neueste, immer das Modernste, immer up-to-date im Sinne der Zeit, auch zu denken und zu handeln. Und das fasziniert mich, dass man das bis heute an diesem Ort auch kann. Als ich 1991 als erster Prämonstratenser nach 359 Jahren, 503 Jahre waren wir davor schon mal da gewesen, wieder nach Magdeburg kommen durfte, war die Frage, wo geht es jetzt weiter? Und da hat sich im Gespräch mit dem Bischof nach einigem Überlegen und Mitleben hier in Magdeburg ergeben, dass wir ab 1996 mehrere kleinere Pfarreien übernommen haben, mit der Zentralkirche St. Petri in der Innenstadt, die einfach von ihrer ganzen Anlage her als Klosterkirche auch geeignet ist. Wir haben morgens, mittags und abends im Kloster in der Regel Chorgebet und eine weitere gottesdienstliche Feier, nämlich eine Eucharistiefeier, also Abendmahlsfeier zu einer wechselnden Uhrzeit. Dann betreuen wir die Pfarreien, die uns anvertraut sind hier in Magdeburg. Und ich habe verschiedene Aufgaben, zum Beispiel bei einem kleinen Hilfswerk, das uns unterstützt, aber auch in der Studentengemeinde als Studentenpfarrer und noch anderes mehr. Und ja, am Sonntag hält man eine Predigt und damit die nicht zum Einschlafen zu sehr anreizt, muss man die auch mal vorbereiten. Das Chorgebet besteht ja aus mehreren verschiedenen Tagzeiten, die eine ähnliche Struktur alle haben. Es beginnt mit einem liedartigen Hymnus, dann folgen drei Psalmen, eine Lesung, in der Regel das Vaterunser, der Schlusssegen und manchmal noch ein Hymnus, zum Beispiel das Salve Regina. Die Rückkehr zur Einfachheit, zum Fleiß, zur Strebsamkeit, ich denke, das ist eine Sache, die mich fasziniert. Eine sehr weltoffene Herangehensweise an die Dinge, den großen Auftrag an Bildung, der immer noch diesen Orden tatsächlich ausmacht. Am Prämonstratenserorden hat mich immer fasziniert eigentlich die Gestalt des heiligen Norbert, die für Innovation steht, dass man doch immer was Neues anfangen kann. Das ist nicht jeden Tag so, manchmal ist das auch alles ganz schön träge, aber ab und zu gibt es mir so einen zusätzlichen Stoß und die Zuversicht, dass die anderen mittun.